Hallöchen. So, da bin ich auch live. Hübsche Musik aus Saman Mara übrigens. Saman Mara Musik. Und wer es noch nicht wusste. Gut. Gut. Habe ich das mal gerade leise gestellt? Gut. Falls wir irgendwie Musik im Hintergrund brauchen, muss ich noch raussuchen. Das Spiel selbst hat auch Musik, aber ja, ist jetzt nicht wirklich. Ist jetzt nichts Ganzes und nichts Halbes. Die Musik in-game. Kann es euch gerade im Hintergrund anmachen. Hintergrundmusik im Spiel ist halt die hier. Naja. Ist ja doch ziemlich laut. Als Hintergrundmusik nervt es schon ein bisschen, wenn es in dieser Lautstärke die ganze Zeit anhört. Ja. Lass mal lieber. Ja. Kurz noch. Gleich kann ich umschalten. Dann machen wir mal nach Zahlen. Heute mal kleiner Mal nach Zahlen streamen. Mal schauen, ob Glumanda noch wiederkommt. Ja. Ansonsten bleibt der Chat ja ganz näher. So, ja, Musik. Was machen wir mit der Musik denn? Hintergrundmusik. Haben wir hier irgendwas, was sich anbieten lässt? Was habe ich denn so in meinem Musikordner? Das habe ich. Aber als Hintergrundmusik. Ja. Bestimmt nicht. Hat jemand, der gerade zusieht, einen Wunsch? Banjo-Kazooie? Nee, auch nicht wirklich. Aber ich nur was Entspanntes als Hintergrund. Entner bricht aus. Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Bestimmt nicht. Das sind halt die ganzen Game-Soundtracks, die man verwenden könnte. Theoretisch. Ja. Spielen wir es ohne Hintergrundmusik. Ja, labern wir ein bisschen. Ja, wäre schon ein bisschen schön, was Hintergrundmusikiges zu haben. Relaxing-Video. Eine Stunde Seerauschen. Ja, ein bisschen mehr Ozeangeräusche im Hintergrund. Warum nicht? Ja, wenn jemand einen Plan hat, wenn jemand eine Musik weiß, die man für den Stream verwenden kann, einfach mal im Chat schreiben. Ansonsten wechsle ich gerade mal. Aufnahme-Setup. So, hier bin ich. Lass mal meine Cam noch einstellen. Ah, habe ich die Cam gar nicht richtig eingestellt. Facecam. Na prima. Vorbereitet wie immer. Ja, müsste jetzt klarkommen, oder? Soll ich meine Facecam lieber ausblenden? Mach mal sie weg. Ja. Ohne Facecam. Oder mit Facecam.
Das ist schlimm. Ja, komm. Hätte ich vorhin stellen sollen. Ich bin nicht vorbereitet auf Facecam. Kenne mich mit Facecam nicht aus. Spiele sonst immer ohne Facecam. Müsste mich heute ohne Facecam sehen. Ja, hier haben wir Codeway Game. Das ist theoretisch auch eine Hintergrundmusik. Verschiedene Hintergrundmusiken. Es ist halt ziemlich nervig auf Dauer. Cycle. Ja. Colouring Game Free. Das Spiel ist nicht ganz free, also das Spiel ist, das kriegst du kostenlos im. Komm, Schnauze jetzt hier, das ist. Ich will hier labern. Das ist, ja. Das Spiel ist nicht komplett free. Es gibt nämlich hier auch noch, also hier die ersten paar Muster, die du spielen kannst, die sind frei. Aber wenn du hier auf das zweite gehst, dann musst du hier kaufen. Die Packs musst du kaufen, damit du hier. Jetzt habe ich hoffentlich nichts gezeigt. Naja, das. Der Stream-Schlüssel ist ja weg. Verdeckt. So, hier musst du halt kaufen, das ist halt. Musst halt hier die Sachen. Aber die ersten Packs hast du halt kostenlos, da kannst du halt spielen. Das geht genau so hier. Auch da wird der Wurm schon ausgemalt. Zack, hier. Mal nach Zahlen heute. Ja, ganz. Hab ich kostenlos. Keine Ahnung. Hier gibt es eine Farbpalette. Kannst halt auswählen, kannst halt hier. Zack, zack, zack. Ja. Weiß auch nicht. Das ist jetzt hier noch ein relativ anspruchsloses Ding, aber ja. Gibt dann später auch schwerere Levels. Mal nach Zeilen. Och, es wird einem sogar angezeigt, wo du malen sollst. Das ist ja nett. Zwei. Ja. Okay, ich dachte, das hätte jetzt ein bisschen mehr Niveau, das Spiel. Also das kriegen wir natürlich jetzt, das kriegen wir hin. Ja, mal nach Zahlen. Ist ein Steam-Game, ich habe das kostenlos gefunden und dachte mir, ja, warum nicht? Vögelchen. Ist das schon ein Range oder ist das ein anderes? Hat ja auf jeden Fall gelbe Stellen hier. Zack. Naja, das ist ein anderes Küken, das ist kein Eirange. Hier ist noch eine 7. Sehr gut. Ja. Gibt auch später schwerere. Ja. Gibt's was, worüber wir quatschen können? Gut, Mann, da ist schon abgehauen. Da ist Abendessen gegangen. Ja. Ich hoffe, der kommt noch zurück. Mein einziger Chatschreiber hier. Mein aktivstes Chatmitglied. Ja, ansonsten klicken wir uns hier durch die durch die Puzzles, würde ich gerade sagen, durch die Mal nach Zahlen Dinger. Ich habe so mal nach Zahlen mal. Ich hab's mal auf dem Handy gehabt. Da gab es auch so eine Mal nach Zahlen-App und ich hatte mal sowas in echt zum Ausmalen, was du halt wirklich so auf dem Papier hast, was du halt wirklich mit einem Pinsel und mit Farbkästchen malst. Habe ich mal ganz gerne gemacht. Das ist. Wenn es in echt ist, dann kann man es richtig gut machen. Das kann man selbst. Ist natürlich blöd jetzt hier im Game, dass das hier wie für kleine Kinder dir vorgezeigt wird. Ich will das schon selber suchen gehen. Mensch-Spiel. Ich bin noch nicht schwer vom KP. Das bin ich schon manchmal, aber ja. Hübsch, da haben wir das erste ausgemalt.
Oh, sogar animiert. Und eine Errungenschaft für ins Team. Store. Unexpected Meeting. Na, wunderschön. Na, können wir noch mal malen oder was? Ja, es gibt dann halt hier später noch solche Sachen hier, wo wir uns da mal ranwagen wollen. Auwei, das ist hier den ganzen Ausschnitt. Das ist hier die. Da muss dann halt schon mehr rummalen. Hoffentlich auch noch. Das, da wird es einem nicht mehr angezeigt. Da muss halt, doch, da wird es einem angezeigt hier. Muss aber schon suchen hier. Zack, zack. War es das schon für die Eins oder? Ah, hier gibt es noch Einsen. Ja, solche Mal nach Zahlen hatte ich echt nie. Ich hatte immer so ein kleines Bild, so ein, glaube so ein Bild vom Eiffelturm habe ich mal ausgemalt. In echt, das war. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, hübsch. Kann man auch alles hier auf einmal machen. Kann man die auch einzeln anklicken oder wird sich dann das Ganze, das wird sich gleich, das, in echt hast du dann natürlich die einzelnen Punkte, die du wirklich hier, wie ich gerade hier mache, der halt wirklich einzeln abtupfen musst. Also natürlich jetzt hier, wenn du hier einen Klick machst, hast du gleich die ganze Fläche. Das ist natürlich, ja, kannst du auch im echt machen. Also wenn du jetzt hier eine große Fläche hattest, hast du die natürlich auch gleich gepinselt, aber ja, das Spiel macht es einem auch ein bisschen leichter als nötig. Dafür kann man dann echt stolz auf sein Bild malen sein. Bild malen sein, ja genau. Dafür kann man dann wirklich, wenn man das wirklich in Realität, das jetzt hier nicht auf dem Computer, sondern wenn dann wirklich so ein Set ausgemalt hast. Manchmal hat sich da auch einiges schon verkleckst und so. Ja. Ich mit meiner Tollpatschigkeit und meiner Grobmotorik, wenn du da falsch gemalt hast, da hast du dann schon mal. Hast du mal über den Rand gemalt. Ja. Ist jetzt hier wirklich nicht allzu schwer, kann man sogar in der Größe hier. Du kannst auch nirgendwo anders hinklicken, also wenn ich jetzt hier mein Schwarz, kann ich aus Versehen eine 2 mit der 1 ausmalen. Das ist halt, was du halt im echt nicht schon mal machen konntest, was dann schon mal passiert war, dass du dich vermalt hast und dann trotzdem, dass dann der Eiffelturm irgendwie nicht ganz so aussah, wie es ursprünglich geplant war. Ja. Und sonst so. Ist ja keiner da im Chat. Führe ich hier wieder Selbstgespräche. Bis du Mann da wieder kommt. Gut. Naja, ganz entspannt heute. Wir haben Zeit. Wir können uns dann auch mal die kleinen erst angucken, die kleineren Ausmaldinger. Das wäre natürlich noch mal was Heftiges, wenn man halt hier keine Vorgaben hätte, wo man extra nach den Zahlen suchen müsste. Das ist ja eigentlich die Sache von Mal nach Zahlen, dass du auf so einem großen Bild erstmal die Einsen suchen musst, bevor du es aussuchen, ausmalen kannst. Haben wir die Eins hier gleich schon erledigt. Kommen wir mit der nächsten Farbe rein. Ja, so habe ich das auch immer gemacht in echt. Dass du halt erst die 1 machst, dann die 2, dann die 3, dann die 4, dann die 5 und so weiter. Dass du halt dann wirklich dann, wenn du mit 20 Malen, mit 20 Farben malst, dass dann halt wirklich Farbe für Farbe malst.
So, wo haben wir hier denn noch was? Da komme ich jetzt hier langsam schon ins Suchen. Mal nach Zahlen macht Spaß, sagt Simply. Hey Simply, willkommen im Stream. Ja, in Realität macht das wirklich Spaß. Also das ist jetzt hier im Spiel, ja. Das Kreuz vielleicht da oben. Nee, das ist eine. Das ist in der Mac recht gerade darüber, dass das Spiel mir das vorgibt und dass ich mehr suchen will. Und dann suche ich und finde nichts. Aha. Kann ich auch erstmal mit der 3 weitermachen. Hier, zack. Ach, hier sind die Einsen versteckt. Sind immer noch welche da. Mit einem Heft. Schriftlich ist es wirklich besser. Heft. Ich hatte immer so eine Leinwand. Ich habe das damals mit der Leinwand gemacht. Ich habe es da mit dem. Aha, so mal hier unten ran. Ich habe das mal mit der Leinwand gemacht. Ich habe da mal so ein bisschen. Von Ravensburger war das, glaube ich, von Ravensburger, dieses Malnachtsein. Das teilt immer dort wirklich auf dem. Da den Leinwand aufgebaut hast und dort gemalt hast. Ja, ist halt kostenlos auf Steam, dieses Game. Kann man halt, wenn man Langeweile hat, nichts Besseres zu tun hat, keine besten Games hat, für zwischendurch. Ist halt nicht ganz kostenlos. Du musst dir halt, wenn du viel malen willst, musst du die anderen Sachen freischalten. Die ersten 10. Wir spielen das letzte freie Ding. Das musst du halt dann schon erstmal freischalten. Kaufen. Ich glaube, das ist so ein Set kostet. Wie viel kostet das auf Steam? Ich habe es vorhin nachgeguckt. Fast 14 Euro so ein. Also musst du nicht kaufen. Ne? Das ist. Die ersten Staffeleien gibt es. Die ersten 10 Staffeleien gibt es hier umsonst. In-App-Käufe sozusagen. Hier kannst du sogar fischen. Aber dann verwischt halt hier die Einser noch mit. Ups. Er muss hier schon aufpassen, was du machst. Stelle mich gerade auch hier ein bisschen an. So, die Einser hier noch zu machen. Ja, gibt's was? Gibt's was zu bereden? Simply. Wie war dein Tag heute? Wie geht's dir so? Was läuft? Wie geht's? Wie steht's? Ich mache hier so ein bisschen und lese so eure Kommentare im Chat ein bisschen und schau mal, dass ich euch ein bisschen unterhalte. Am Montag ist der Schweiz für Maskenpflicht. Aha. Erst am Montag. Hier, also in Leipzig, wo ich ja wohne, ich wohne in Leipzig. In Deutschland generell ich weiß nicht, wie lange das ist, dass die Maskenpflicht ist bald vorbei bei uns. Das ist hier schon. Sachsen war das erste Bundesland, was das eingeführt hat. Eins der ersten. Ich glaube, da gab es noch eins davor. Bayern war noch relativ früh dran. Wir haben das hier schon. Ist bald wieder vorbei. Die Schweizer schlafen halt gerne. Und halten sich gerne raus. Die neutralen Schweizer. Zumindest das so das Klischee. Die neutrale Schweiz. Ja, Klischees, das kann man sich auch wieder drüber streiten. Ja, natürlich, das ist nicht das Klischee. Viele Klischees sind nicht gleich wahr. Es gibt natürlich manche Experten, die so ein bisschen schon ihre Klischees erfüllen. Aber ja.
Ja, Maskenpflicht war tatsächlich, also ich glaube, bei uns hier in Leipzig war das wirklich, das war. Also nicht direkt zum Anfang der Corona-Krise, aber dann doch, also es hat eine Weile gedauert hier auch in Deutschland, bis sie die Maskenpflicht eingeführt haben. Aber dann irgendwann haben sie sich auch dazu durchgerungen. War natürlich erstmal ein Thema, was man sich gedacht hat. Haben einige gegen rebelliert, aber ja, ich meine Maskenpflicht. Es gibt manche Regionen in China, in Japan, da tragen sie es, ich glaube in Japan war es, tragen sie es halt schon, haben sie es schon vor Corona täglich getragen, wegen dem Feinstaub, dass den halt nicht einatmen. Ja, das wird sich auf Dauer, ich vermute, das wird sich auf Dauer durchsetzen, das wird halt, also nicht, dass jeder das dauerhaft Maskenpflicht ist, sondern das heißt, wenn du krank bist, es ist ja auch vernünftig, also wenn du krank bist, wenn du Husten hast und so weiter, dass du halt dann, wenn du rausgehst, vernünftigerweise auch eine Maske aufsetzt, dass du halt dann, wenn du zum Einkaufen gehst, wenn du in vielen Menschen, in Menschenmengen bist und es dir nicht ganz gut geht, dass du da vielleicht mal ein bisschen Rücksicht nimmst und die Maske aufsetzt. Sind ja auch nicht teuer, die Dinger. Jetzt in der Corona-Zeit natürlich ein bisschen, weil der Bedarf da ist, da nutzen es jetzt einige auch aus und erhöhen die Maskenpreise. Aber unter normalen Umständen, wenn dann hier die Krise dann wieder vorbei ist, dann gibt es so eine Maske wieder für 60, 70 Cent oder wie waren die Preise davor? Eine Apotheke zu kaufen. Das muss man ja auch dazu sagen. Das war ja am Anfang auch hier in Sachsen und in Deutschland das Problem, dass die Maskenpflicht verordnet wurde und keine Masken zu kaufen gab. Das größte Kriterium an der Maskenpflicht. Dass wenn du eine Maskenpflicht einführst, dass auch jeder dann so, dann nicht jeder eine Maske kaufen kann. Also es 35 CHF ist der Markenpreis. 27 bis 30 € das 5er-Pack. Uff, nee, also das ist also für eine Community-Maske, die habe ich also 2,50 € glaube ich das Stück. 2,50 € ja das 2,50 € das Stück jetzt im Handel. Das ist also in der Apotheke nicht im Handel. Es ist teuer. Das ist jetzt also eine, ich rede von den Community-Masken, aber von denen, dann gibt es ja noch diese FFP2 und FFP3-Maske, die dann so ein bisschen dicker sind und die dich auch selbst schützen. Wenn du die kaufen willst, also ich habe davon zwei, drei gekauft, das sind FFP2-Masken, also nicht die drei Masken, sondern die FFP2-Masken, die kosten schon 7,57 € und ja, ist überteuert ein bisschen. Gumanda meldet sich zurück. Hey, Gumanda. Er ist zurück und hat fürstlich gespeist. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Es hat geschmeckt, hast du ja schon gesagt. Gleich mal hier ein Bild aus und riet über Maskenpflicht. Bei Simply ist jetzt bald Maskenpflicht. In der Schweiz. Wusste ich gar nicht, dass die Schweiz jetzt hier das erst einführt. Ja, es sind natürlich andere Länder, andere Sippen, würde ich sagen, aber andere Sitten. Ja, seltsam bei uns war es halt. Es ist halt schon. Wie gesagt, auch in Deutschland kam es dann halt. Sachsen war das erste, aber auch in anderen Ländern kam es dann kurz danach. Mich stört's nicht, also die Maske tragen, das ist, ja, man gewöhnt sich dran. Manche meckern, ich krieg Kopfschmerzen davon, aber, tja,
wenn du Brillenträger bist, dann schlägt deine Brille auch davon, wenn du das über die Nase trägst. Ist natürlich wichtig, das dann auch über die Nase und nicht nur über den Mund zu tragen. Gibt es immer noch ein paar Leute, die damit so rumlaufen, die auch bei mir hier in der Gegend so rumlaufen, die Maske immer noch nicht bis über die Nase ziehen. Ja, gut, das wirst du wahrscheinlich nie ändern können. Wird es immer Leute geben, die zu blöd dafür sind, eine Maske aufzusetzen. Tja, da muss dann einfach, ja, weiß ich nicht, da musst Abstand halten zu denen. Dich nicht von denen anstecken lassen. Die Maske hilft ja nur, wenn beide das anhaben. Also, es ist ja nur, damit du den nicht ansteckst. Ich mache es so, wenn ich im Zug bin, dann Maske über und bei sonstigen überfüllten Orten ebenfalls Maske richtig auf. Ja, das musst du ja nicht überall tragen. Das musst du ja nur, wenn du in Menschenmengen bist, also wenn du auf dem Marktplatz, wenn du zum Rathaus, wenn du auf der großen Menschenmenge oder so bist. Das musst du ja nicht, wenn du alleine in eine Gasse, wenn du am Abend von der Arbeit zurückkommst und eine Gasse runtergehst, dann musst du die Maske nicht aufhaben, wenn du nur zwei, drei Leuten begegnest. Das ist ja Schwachsinn. Das ist ja, kannst du natürlich, es wird dich keiner zwingen, die Maske abzunehmen, aber wenn du magst, kannst du die auch weiterhin tragen, aber Pflicht ist halt nur, Maskenpflicht bedeutet halt nur, dass du das in den Menschenmengen, also halt wirklich, also in Räumen, wenn du in großen Räumen drin bist mit vielen anderen Menschen, dann macht es ja auch Sinn. Oder halt, wenn du auch Husten hast, also wenn du rumhustest und rumniest, eine Allergie hast und so weiter, dann kannst du das auch außerhalb der Räume tragen. Dann ist das ja vernünftig. Das ist ja das. Jetzt reden wir hier wieder über Maskenpflicht, obwohl es bei uns schon längst keine Geschichte mehr ist. Ich sehe, okay, ich höre, dass sie über Masken redet. Wir müssen jetzt auch zur Schule Masken tragen, was eigentlich nicht stört, außer wenn ich gerade mit dem Fahrrad zur Schule ja, wenn du zur Schule fährst. Ich trage sogar beim Fahrradfahren nicht Maske, nicht diese Atemmaske, sondern ich habe beim Fahrradfahren immer so ein Hals, so ein Schlauchtuch um, damit mir nichts ins Gesicht fliegt. Also ich mache das sogar freiwillig. Ich trage da. Ja, der Atem ist dann ein bisschen schlecht, aber habe da mal so ein bisschen wie diese Gangstermaske, die du halt über die Schnauze drüber ziehst. Ja, das ist, wenn du schwitzt und dann stinkt natürlich die Maske. Aber auf dem Fahrrad brauchst du doch keine Maske zu tragen. Das ist richtig, das. Da bist du, also wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, da kommst du ja keinem zu nahe. Das ist ja der Effekt der Maske ist ja nur, dass du den trägst, wenn du im Kontakt mit anderen Menschen bist. Auf dem Fahrrad brauchst du keine, da fährst du an den Leuten vorbei. Also, selbst wenn du hustest und niest, kannst du da keinen anstecken, also das bist ja so schnell vorbei, also es ist und kuscheln sollst du ja sowieso nicht mit den Leuten, aus dem wird's schwierig, also während des Fahrradsfahrens mit wem zu kuscheln, das will ich erstmal sehen, dass du das hinkriegst. Wenn du in der Schule bist, ja, da musst du eine Maske tragen, das ist, ja, wenn du schwitzt, ich bin auch so ein Typ, ich kenne das, ich schwitze dauernd, ich schwitze eigentlich, ja. Wann schwitze ich nicht? Ich schwitze halt beim Kacken, ich schwitze beim Essen, beim Nichtstun. Ich bin halt ein fetter Sack. Meinte ich ja mit vorhin. Ja, gewöhnt man sich auch dran. Muss man halt neue Masken kaufen. Muss man halt auf Vorrat haben. Irgendwann ist auch, das Ding ist ja auch bei Masken, wenn du halt die irgendwann jetzt 2 Wochen am Stück getragen hast, jeden Tag, dann, ja,
da kommt auch noch was anderes als Schweiß rein. Hast halt so ein bisschen den Geruch des Essens von der letzten Woche mit dran. Da riechst du, was du die letzte Woche gegessen hast. Den Mundgeruch dann noch mit in der Maske drin. Ja, Maske wechseln oder mal in den Ofen stecken. Die kann man ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie bei 40 Grad eine halbe Stunde oder sowas, kannst du im Backofen neutralisieren. Dann riecht's auch, glaube ich, also wenn du nicht vorher eine Pizza drin hattest, dann ist der Geruch auch wieder in Ordnung. Muss natürlich aufpassen, dass keine Pizza vorher Pizza gebacken und dann die Maske rein, dann stinkt die Maske natürlich nach Pizza. Ja, und die Maske musst du natürlich wegschmeißen, wenn du mal ordentlich reingenossen hast. Also wenn du, sobald die Maske feucht wird, bringt sie nichts. Hat mir ein Apotheker mal gesagt. Ich gebe das jetzt, ich habe das ist jetzt hier wieder, habe ich wieder gehört irgendwo, aber die kannst du eigentlich auch nach 2 Wochen kannst du eine Maske eigentlich wegschmeißen und dir eine neue nehmen. Das ist eigentlich, sei es eine Stoffmaske, die sollst du nicht wegschmeißen, die kannst du waschen. Am besten ist ja sowieso so eine Stoffmaske, die kannst du. Die kostet halt einmal 20 Euro, aber dann kannst du halt auch eine Wäsche tun und dann nochmal benutzen. Einmal in der Woche waschen und dann. Ja, gibt es noch was anderes außer Maskenpflicht? Eine Maske, worüber wir reden können. Das ist jetzt Corona. Das ist jetzt. Ja, ist klar, dass wir momentan über Corona reden, aber. Oder man kann sich die Maske selber kaufen oder selber machen. Wenn du nähen kannst, kannst du auch eine Maske selbst nähen. Auf jeden Fall, es gibt weitaus Schlimmeres als eine Maske zu tragen. Das ist keine Ursache. Ich meine, es gibt wieder ein paar Idioten, die sich beschweren und sagen, Freiheit verletzt. Ich will über meinen eigenen Mund bestimmen. Irgendein Scheiß. Ach, ja, Leute. In Japan tragen sie das schon länger so, das ist. Und ich komme auch damit zurecht. Wenn Japaner das können, dann können wir das doch auch, Leute. Das ist doch. In Japan das täglich hinkriegen. Kriegen wir Deutsche das wohl auch hin. Das ist doch hier. So mal ein bisschen hier. Bisschen Eier in der Hose haben. Ich hatte einen Relaxing-Tag, bis dass ich Rasen mähen musste. Rasen mähen? Hast Garten? Ich habe zum Glück keinen Garten. Ich muss nicht mähen. Ah, ich muss meine Blume gießen. Ich habe hier eine Blume im Zimmer. Da muss ich auch nachher nochmal dran denken. Problem ist ja gerade Amerika. Oh nein. Amerika. Der Donald, der Donald ist ja gar nicht mal das Problem. Das ist auch ein Problem, aber das Problem ist ja, dass die Leute, ich würde nicht sagen, dass die Amerikaner dumm sind, aber es ist ein anderes Volk, das ist so ein bisschen, die haben eine andere Mentalität und wenn du halt da, das sind manche lieber dann, das ist so ein bisschen mehr Skeptik mit dabei und so ein bisschen, du man da selbst ein Ami, ja, das ist, die sind halt, wie soll man es beschreiben, also es ist ja keine Dummheit, also es ist ja nicht trotz vielleicht so ein bisschen, dass man so ein bisschen sagt, ja. Ich weiß nicht. Ich habe nicht so viel Kontakt zu
zu Amerika und so weiter, zu den. Kenne ich mich nicht aus, wie das ist. Ich weiß bloß, dass jetzt unter Trump jetzt einiges schief läuft und dass sich da auch einige sagen, ja, es dadurch jetzt einige bestätigt fühlen und da sagen, ja, ich möchte so ein bisschen traditionsliebend, kann man vielleicht sagen, so ein bisschen bei manchen schon, ja. Dass manche sich sagen, ja, wieso Corona? Also es ist jetzt, es war schon immer so und scheiß mal auf Corona, ich mache weiter so, wie es bis immer, bevor immer war. Das ist ein bisschen die Mentalität. Ja. Wenn Corona kommt, dann schieße ich das ab mit meinem Gewehr. Das ist mit meiner Pumpgun. Das ist, ich kann, soll Corona doch kommen. Ich bin stärker als Corona. So ein bisschen das Selbstvertrauen. Selbstvertrauen der Amis. Daran liegt es vielleicht auch so ein bisschen, dass sie sich so ein bisschen. Das Virus, was mich tötet, muss erst noch geboren werden. Ja. Ja, die Psychologie der Menschen, das ist immer so ein bisschen. Typisch Amerikaner, ja. Man steckt da nicht drin. Aber in Deutschland ist ja auch, ja, das merkt man mal. Gibt es ja einige, auch Experten hier in Deutschland. Die Experten, die gibt es überall. Die ist so ein bisschen. Die Attila Hildmanns und die. Wie heißt der andere? Wie heißt der Sänger? Wer sind die Namen schon? Mir fällt der Name gar nicht mehr ein. Da habe ich mir schon, das ist der ist schon aus meinem Kopf gestrichen worden. Das ist, ja. Hier, das ist der. Ihr wisst, wen ich meine. Wie hieß der Sänger? Er ist der. Der bei DSDS mit dabei war, der. Der King of Verschwörungstheoretiker. Na komm. Ich weiß doch, den Namen, mir liegt es auf der Zunge. Mir fällt es gerade nicht ein. Hier. Das Lied hier. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird kein leichter sein. Wen meine ich denn? Ich kenne den Namen doch. Ach, ist ja auch egal. Den Verschwörungstheoretiker. Die brauchen wir gar nicht anfangen zu reden. Ich meine, wir reden über die, aber. Das artet jetzt gerade hier so in einem Podcast aus. Das ist ja typische Podcast-Themen, die wir jetzt hier bereden. Eine Zuschauerfolge hier. Mit den Zuschauern Podcast. Ja, ich rede gerne über Politik. Mache ich gerne, aber ja, für das Gaming-Kanal lässt man es dann doch. Dafür habe ich meinen Podcast gemacht. Da rede ich dann mit Modi und mit den Gästen und Politik. Wir sind ja schon ganz schön weit gekommen. Das Bild wächst und wird bunter. Bunter und bunter. Die 19 haben wir hier. Zack, zack, zack. Ja, sonst so. Noch Fragen? Vorschläge, Ideen? Sachen, die es zum Besprechen gibt? Wünsche für den Podcast, wo wir gerade schon Podcast-Themen machen hier. Bilateral Podcast mit Modif.
als mit mir auf dem Podcast-Kanal. Gerne mal nach dem Stream hier reingucken, in die bisher erschienenen Podcast-Folgen. Ja. Habt da Wünsche für den Politik-Podcast? Was war? Also wir Folge 13, da habe ich da sind wir schon. Da haben wir einen Gast. Für Folge 14 brauche ich noch Themen. Da wollen wir noch über Themen reden. Also wenn ihr einen Themenwunsch habt, immer her damit. Gerade jetzt im Stream, aber auch gerne. Kommt auf den Podcast-Server. Wir haben auch einen Discord-Server, einen bilateralen Podcast-Discord-Server. Also da mal. Also wenn ihr Themenwünsche habt, auf Reddit. Reddit/r/ bilateral Podcast, glaube ich, das ist. Muss gerade mal nachgucken, wie heißt denn der besten unser Reddit. Da kann man auch sehr gut Themenwünsche reinmachen. Da gucke ich gerade mal auf YouTube. Das Bild nimmt Farbe an. Großartig. Hier unten haben wir doch schon fast alles fertig. Ah, da muss noch ein bisschen was. Heißt denn so Reddit? Kann man hier einfach mal auf Bilateral Podcast auf den Kanal Subreddit. Das ist /r, also Reddit/r/ bilateral Podcast, bilateral Unterstrich Podcast. Einfach mal auf den Kanal gehen. Entweder hier mal geh mal kurz im Nachzu um nachzuschauen. Hier, Reddit, bilateral Podcast. Hier ist der Link. Da gibt es auch noch einen YouTube-Kanal zu. Der ist hier. Das ist der YouTube-Kanal. Und den Discord gibt es auch. Discord-Link ist hier. Also einfach mal reinschauen. Ja. Oder jetzt hier, wo wir hier reden. Jetzt müsst ihr nicht auf den Reddit gehen. Könnt ihr auch hier einfach. Jetzt, wo wir eh da sind. Ich bin da. Modi ist gerade nicht da, aber ich nehme natürlich gerne Themenwünsche auch hier an und schreibe sie mir auf und packe sie dann in die übernächste Podcast-Folge mit rein. Oder irgendwann in eine andere Folge. Das will ich ja jetzt nicht versprechen. So, dass Folge 14 machen. Das weiß ich noch nicht. Aber wenn ihr jetzt Wünsche habt, vielleicht kommen sie irgendwann mal ran. Ist nicht verboten. Dazu müsste man natürlich jetzt die Podcast-Folgen geguckt haben und wissen, was wir schon so für Themen behandelt haben. Da müsste man jetzt natürlich ein Podcast-Zuhörer sein. Was ja kein Problem ist, weil das seid ihr ja. Das ist ja, haben natürlich schon alle Folgen schon gehört. Ihr seid ja treue Zuschauer, Zuhörer. Und es ist ja längst keine Sache mehr. Brauche ich ja gar nicht in Frage zu stellen. Das ist selbstverständlich, oder? Seit der ersten Folge waren wir jetzt dabei. Steht ja wohl nicht zur Debatte. Ein Hemd. Lass mich raten, die 14 ist dann weiß. Ah, beige. Ist jetzt so ein bürgerliches, so ein Bäuer, ein Bauer, bäuerliches, so ein Bauern.
Bauernhemd. Ist halt nicht ganz strahlend weiß, sondern so ein bisschen vergilbt schon. Simply hat noch keine einzige Podcast-Folge gehört. Na dann aber. Der Link ist im Chat. Na dann aber. Jetzt nach dem Stream aber mal ab rüber auf den Podcast-Kanal. Naja, alle musst jetzt auch nicht nachholen, aber ich meine, wir haben manchmal Folgen, die gehen 1,20, 1,30. Das ist manchmal mehr als eine Stunde. Eigentlich fast immer mehr als eine Stunde. Manchmal 1,5, manchmal 1,10, manchmal 1,20. Wenn wir Gäste haben, kommt es auch gern mal vor, dass wir tierisch überziehen. Aber man kann es ja pausieren, man muss ja nicht an einem Stück machen. Wie bei YouTube-Videos ist das immer so. Bei Streams ist es nicht gerade sehr vorteilig, wenn man da pausiert. Das geht jetzt nicht so gerade. Aber bei YouTube-Videos kann man ja anhalten, falls ihr es noch nicht wusstet. Man kann Videos auf YouTube anhalten. Da gibt es diese Funktion, diesen Knopf. Man kann einfach mitten, also wenn man keine Zeit mehr hat, also wenn man ein Video guckt und sich denkt, scheiße, ich muss jetzt los, ich muss jetzt noch was erledigen, ich kann jetzt gerade hier nicht weiter gucken, dann gibt es so in der Mitte, da gibt es da so ein, das ist halt hier auch, könnt ihr gerade hier bei diesem Video sehen, da gibt es hier nicht in der Mitte, sondern hier ganz am Rande gibt es da steht sogar Pause drüber. Oder man, also hier bei meinem Laptop ist die Taste K, also man kann es auch mit der Taste K machen. Einfach kurze Pause drücken und dann zum späteren Zeitpunkt weitergucken. Das geht jetzt bei diesem Stream leider nicht, weil der ist live. Also wenn er wieder Pause drückt, das ist. Du Mann, das wieder von weiter zurück. Hast du was Schönes hinterlassen? Ich kann gerade nicht gucken, weil ich jetzt hier mit dem Malen nach Zahlen beschäftigt bin. Der Discord-Server, der ist eher so für. Der ist eher für Gäste gesehen, also für unsere Aufnahme. Da laden wir unsere Gäste drauf ein und darüber nehmen wir auf. Na, können natürlich auch die Zuschauer mit dazukommen und. Da ist noch nicht viel los auf dem Reddit. Auf Discord ist natürlich ein bisschen was mehr los. Aber ja. Sind das da Augenringe, die ich gerade ausmale? Na sicher, bei einem Bauer. Das ist schon mal. Ich habe ja mal ein Landwirtschaftspraktikum gemacht in der Schule. War ja auf einer Waldorfschule. Ich war Waldorfschüler. Nein, ich kann meinen Namen nicht tanzen. Und ja, ich habe hier ein Landwirtschaftspraktikum gemacht. Da sind wir ja Landwirt, wisst jetzt, das ist jetzt nicht so gerade mein Traumberuf. Also, ja. Musste schon wollen können und ja, das ist vor allem eine körperliche Arbeit und das ist ja. Arbeiten am Sonntag vor allem, weil Tiere kennen kein Wochenende. Die müssen auch am Sonntag gefüttert und gepflegt werden. Und die Ställe müssen auch am Sonntag ausgemistet werden. Und sehr früh aufstehen. Eigentlich die ganze Woche arbeiten. Überstunden. Natürlich wird es das Tier. Das Tier kennt auch keinen Feierabend. Das muss dann auch. Muss halt dreimal am Tag gefüttert werden oder so. Dann musst du halt um 18 Uhr dann nochmal ran und die Mist nochmal ausräumen und es ist, ja. Bauer ist schon. Puh. Wenn man die Liebe dazu hat, ja sicherlich, wenn man das, wenn man die Liebe zum Tier hat und da wirklich hingebungsvoll dabei ist und das gerne macht und da auch gerne seine Freizeit für opfert.
Ist halt ein Job, der kennt keine Freizeit. Ist halt wirklich keine Freizeit und keine Wochenenden. Ich gehe mal mein Abendessen vorbereiten, bleibe aber hier und höre zu. Na dann, guten Appetit. Ich esse nachher erst Abendessen. Ich bin ja, bin Spätabendesser. Es ist erst relativ spät. Gibt es bei dir nur Brot auch was Besonderes? Bei Simply oder bei mir? Bei mir gibt es Brot. Ich esse abends immer. Ich esse kalt zum Abendbrot. Also ich kann warm. Ich kann zum Abendbrot nicht warm essen. Mittag gibt es bei mir warmes Essen. Zum Abendessen geht bei mir nicht. Das, also ich bin da. Ja gut, ab und zu, wenn wir im Urlaub sind, bei Simply, aber egal. Ich kann es auch beantworten. Stört dich hoffentlich nicht. Ja. Also, bei mir immer lecker Brötchen, da mache ich immer noch einen Salat. Salätchen gibt es zum Abendbrot bei mir. Manchmal noch ein Ei. Ich esse abends immer so, ich esse abends immer Frühstücksei. Ich spachtel mir dann auch immer gern Frühstücksei rein. Im Wasser gekocht. Wobei im Urlaub esse ich auch manchmal. Der Urlaub ist immer eine Ausnahme, da kann man auch manchmal warm essen. Geht man manchmal in Gaststätten. Das ist abends nochmal schön. Was so im Alltag jetzt bei mir. Ja, Simply, wie geht's? Was gibt's bei dir zum Abendessen? Du Mann, der hat gefragt. Du hast gesagt, du hörst noch zu. Also, antworte. Oder du hast gelogen. Du hast gesagt, du hörst zu. Nee, Spaß. Ja. Ich bin denn. Ich esse auch lieber Frühstück. Also ich bin so ein richtiger. Bin Frühstückstyp. Die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag. Einen großen Salat gibt's. Bei Simply. Ja, Salat ist. Ich mache mir mal meinen Tomatensalat. Meine Spezialität, Tomatensalat. Ist fast gar nichts drin außer Tomaten. So ein nach dem Rezept von meiner Oma, von meiner Mutter, also Generationen weiter vererbt, von mir perfektioniert. Ist nicht viel drin, ist halt wirklich relativ spartan. Der Salat ist halt wirklich. Was ist da drin? Da sind Tomaten drin, Lauch oder Zwiebeln, also Alternativzwiebeln zu Lauch. Und das war es eigentlich auch schon. Nur Lauch und Zwiebeln. Mit saurer Sahne noch, also mit saurer Sahne zusammengemixt. Und Gewürze. Ist nichts, also ist so ein. Mir gefällt Frühstück in Hotels am besten. Da gibt es so verdammt vieles und ist viel, ist fast immer ganz frisch. Ja, Frühstück in Hotels, das ist wirklich, also, ja, sehr geil. Also mein Frühstücks, im Urlaub immer ein Hotel frühstücken, das ist wirklich schön. Nicht schlecht, das ist wirklich nicht schlecht. Da hast du auch Meisterköche dran, die da im Hotel angestellt sind und die da das, na, Meisterküche jetzt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hast auch Köche, also hast du wirklich Köche für, die das dir zubereiten für die übernachteten Gäste. Kommt drauf an, welchem Hotel du übernachtest. Also natürlich, wenn es in einer billigen Unterkunft arbeitest, dann merkst du das auch beim Frühstück essen, beim Abendessen. Also Abendessen gibt es traditionell ja nicht im Hotel, aber Frühstück kannst du schon erwarten im Hotel. Musst natürlich mitbuchen, musst du dann Halbpension, so nennt sich das, glaube ich, mitbuchen. Also Hotels bin ich, also generell Hotels und Hotelfrühstück, das ist also, wer meinen Kanal kennt, wer meine YouTube-Videos guckt, also ich bin auch immer gerne, also wenn ich im Urlaub bin, bin ich in Hotels, das ist wirklich, ja, sehr schön.
Ja, sind jetzt nicht, also ich gehe jetzt nicht in 5-Sterne-Hotels, dazu hat meine Familie und dazu habe ich auch nicht das Geld zu, aber ich weiß nicht, ob die überhaupt Sterne haben, in die ich reingehe. Bestimmt ein oder zwei. Auch das reicht schon aus. Muss ja mal nicht Luxusessen haben. Auch das normale Essen in Hotels ist immer. Ist auch mal schön, nicht im, also nicht zu Hause zu essen, mal so ein bisschen. Ja, das ist nicht selber machen zu müssen und dich verwöhnen zu lassen, mal einfach am Tisch sitzen und dir dein Brötchen nicht selbst zu schmieren. Ja, selbst schmieren tust du es dann schon, aber ihr versteht, was ich meine. Ja. Sind wir hier von Politik zu Frühstück und zum Essen gekommen. Warum denn nicht? Naja, Politik war es nicht wirklich, aber über Masken haben wir geredet. Und Politik reden ist dann schon noch ein bisschen was anderes, aber ja. Streng genommen ist das auch Politik. Ja, der guckt aber nicht freundlich, der Typ. Ich habe jetzt hier das Vorschaubild hier ausgeblendet, weil ich jetzt hier auf dem großen Bildschirm male. Aber ja. Hier ist noch 5. Oh, da wurde ich alles gefüllt. Aber 11. 14. 10 ist wirklich schön. Wann ist mein nächster Urlaub? Ich glaube, im Juli wollten wir noch. Juli, August, ich glaube August, ja. Im August wollen wir wieder Urlaub machen. Ist jetzt natürlich während Corona. Ich kann schon gar nicht mehr aussprechen. Wegen Corona ist das jetzt natürlich ein bisschen, ja. Ins Ausland fahren ist jetzt nur beschränkt möglich. Aber in Deutschland Urlaub machen ist auch mal schön. Das wird immer unterschätzt. Doch, ich habe bisher eigentlich immer gerne in Deutschland Urlaub gemacht, zu anderen Orten zu fahren. Also übers Pfingstwochenende waren wir ja jetzt in Stralsund. War ich mit der Familie in Stralsund. Gab es aber ein Vlog auf meinem Kanal. Das ist ja auch Urlaub im eigenen Land, muss ja nicht zu Hause bleiben, man kann ja auch ins andere Bundesland fahren. Ich meine, wie verschiedene Städte, die du hier in Deutschland auch schon hast. Deutschland hat hier verschiedene, dass dir wirklich, du kannst mal rüber in den Westen fahren, hast schon komplett andere Landschaften. Deutschland ist so bunt, dass du da wirklich, also wenn du da aus deinem Kabuff rauskommst, wenn du da woanders mal hinfährst, jetzt wirklich gerade Richtung Norden gibt es schöne Orte. Hamburg, Kiel, also gerade die nördlichen Städte, also empfehle ich wirklich immer mal, also wenn du Urlaub machst, fahr nach Norden. Würde ich sagen, also nach Süden, naja, muss jeder wissen, wie er es selbst findet, wie es dir selbst gefällt, aber ich mache es im Norden. Ich bin so spätestens nach meinem Sommerurlaub in Kiel und in Hamburg 2019 reich meine Seele an den
an den Norden verloren. Hamburg. Das ist wirklich Hamburg, meine Perle. Mir gefällt der Süden mehr. Ja, jeder nach seiner Fasson. Jedem seinen Geschmack. Wieder wie das. Wie es dir gefällt, das ist. Mir gefällt der Norden besser, also Hamburg ist wirklich, also habe ich mich wirklich, also in Hamburg habe ich mich verliebt, das ist. Italien war ich auch schon, Österreich und Italien, sagt Glumanda gerade. Italien war auch in Rom, also nach Rom fahren, das kann jetzt zu Corona. Ich meine, man kann es wieder machen. Grenzen sind wieder offen. Ich würde es mal nicht raten. Also ich bin mal, also wenn ich, sag mal ganz vorsichtig, würde ich mal lieber nicht raten. Jetzt nach Italien zu fahren. Italien ist immer noch die Brutstätte von Corona. Das war ja, China ist die Brutstätte von Corona. Aber China ist immer noch, ich meine, Italien. Sollst du vielleicht jetzt zu dieser Zeit gerade Italien? Ich weiß nicht. Wenn du mutig bist, kann man vielleicht darauf verzichten. Wenn dein Leben nicht riskieren willst. Österreich war ja auch hier in Ischgl und so weiter. Das ist ja auch. Ja. Nee, mach ich eh nicht. Ja, den Norden kann man empfehlen. Wenn du nach Norden fährst, hast du sowieso auch wegen Corona hast du da bessere Chancen. Kommt ja aus dem Süden, aus dem Südosten. Musst du weg von fahren, musst du nach Nordwesten fahren. Weg von China. Musst du einfach nach oben. Ich meine, das stimmt auch nicht ganz. In Hamburg und in Stralsund und in Kiel und so weiter. Da gibt es auch Corona, aber. Ja. Momentan nach Süden fahren. Ja. Geht sicherlich. Geht. Kann man machen. Wäre ich aber vorsichtig, wenn ich ehrlich bin. Also so. Gerade Österreich, Italien und. Na gut. Simply lebt jetzt im Süden. Das lebt in der Schweiz. Wie lief es denn eigentlich bisher in der Schweiz? Das ist, ich weiß gar nicht, wie es in Schweiz mit Corona-Fällen. Ich glaube, das war jetzt noch nicht so sonderlich. Also nicht so schlimm wie in Deutschland und lang nicht so schlimm wie in China oder Amerika. Oder? Oder haben wir da, oder hat das die Presse einfach nicht mitgeteilt? Also ich habe von Schweiz eigentlich noch gar nichts gehört. Was Corona angeht, das war bisher, glaube ich, eigentlich recht milde. Die hat es noch nicht so hart getroffen, wie es uns zum Beispiel getroffen hat. Also im Vergleich zu USA ist natürlich, muss man wirklich sagen, muss man hier wirklich mal sagen, uns hat es ja auch vergleichsweise ziemlich gut getroffen, muss man wirklich. Im Vergleich zu USA und zu China sind wir wirklich sehr gut weggekommen. Da können wir ja wirklich heilfroh drauf sein, dass das war so gut aus, dass wir so jetzt hier in der Krise so gut weggesteckt haben. Dass aber auch die Regierung so gut reagiert hat auf das Virus und auch wirklich. Uns geht es ja in der Krise nicht am schlechtesten. Das ist wirklich, da gibt es andere Länder. Uns hat es noch vergleichsweise wirklich. Wir haben natürlich auch einige Tote im Land, aber dadurch. Aber trotzdem so, was Corona angeht. Ja. Simply sagt noch, ich gehe mal Abendessen, bis zum nächsten Mal. Und der Schweizer sind die Zahlen der Infizierten wieder hochgeschossen. Ja.
Na gut, ich werde jetzt auch langsam mal. Es ist schon 19 Uhr. Ich werde jetzt langsam auch mal aufhören. Ich wollte jetzt ja das Gesicht von dem Alten noch zu Ende machen. Das klingt jetzt aus dem Kontext gerissen. Falsch. Aber ja. Hier mal das hier noch zu Ende malen. Das Gesicht noch. So, speichern können wir ja wahrscheinlich auch irgendwie. Können wir irgendwann mal weitermachen. Können wir mal noch so ein quasi Stream machen. Just simply. Ja. Ich mache jetzt auch bald hier noch ein bisschen. Hier noch ein paar Ecken zu Ende. Das Gesicht noch abrunden. Haben wir den Mann heute zu Ende geschafft. Das ist das schwierigste Bild hier von den ganzen, was wir hier gerade gemacht haben. So, hier das Bild hier nochmal abrunden, damit wir hier mit was halbwegs fertigem. Aus dem Stream gehen. Können wir an einem anderen Stream weiter werkeln. Das ist ja 18. Zack. Den Himmel drum. 16. Ja. Hier noch die Bulle zu Ende. Ja, gibt es noch was zum Schluss zu sagen, bevor ich gleich den Stream zu Ende mache? Haben wir jetzt hier überraschenderweise viel über Coroni geredet und hier einiges zu Masken und so weiter gemacht. Ja, ein bisschen über Urlaub haben wir auch geredet. Ja, hat momentan alles irgendwie ein bisschen mit Corona zu tun. Es ist irgendwie. Ja, gibt momentan leider. Es gibt natürlich andere Themen, aber das Thema wird natürlich sehr in den Vordergrund gestellt und ist halt omnipräsent und ist halt jedem. Ist halt überall in den Medien und überall Thema und betrifft ja auch jeden und beschäftigt jeden und da muss man auch drüber reden und da kommt man nicht dran vorbei momentan über das Thema. Da muss man, ja, ist jetzt gerade nicht das leichteste Thema, weil es halt auch viele betrifft. Ich persönlich bin Risikogruppe als Asthmatiker. Mich betrifft es schon mal super. Ja, wir werden wahrscheinlich damit leben müssen. Das ist wahrscheinlich das Ding. Hey Lira, kommst du jetzt zum Schluss nochmal vorbei? Was machst du denn hier, Lira? Neu auf meinem Kanal. Wenn ja, willkommen. Willkommen bei den Hobbits und Wenn du Abonnent bist, Eglodon. Ja, haben wir hier schon fast die Hälfte hier. Haben wir schon oben. Ich immer zurückzoome. Haben wir heute den Mann hier ausgemalt. Kann ich noch weiter zurückzoomen? Nee, kann ich nicht. Kann ich in Ausschnittweise. Nicht nur runtergehen. Jetzt haben wir hier uns ein bisschen die Frau ausgemalt. Ah, das ist hier schon ordentlich Arbeit hier, das ein großes Bild zu malen. Der Himmel auch mit den Schattierungen. Bist schon länger Abonnent, Mira. Na dann. Willkommen zurück. Ja, ich werde jetzt mal hier Speicheroption suchen. Wo ist denn hier das Speichern? Hier.
Jetzt das Speichern. Einmal speichern. Und zurück. Ja, sehr gut. Haben wir es gespeichert. Na dann. Na dann, na dann, na dann. Ist jetzt. Tut mir jetzt leid, dass Lira jetzt so weit zum Schluss gekommen ist. Dass du jetzt hier kaum mehr was noch mitkriegst von. Aber ja. Ich muss den Stream jetzt langsam mal beenden. Ich muss jetzt Tschüss sagen. Ja. Danke an Glumanda und an Simply und an Lira, dass ihr da gewesen seid und alle, die zugehört haben. Ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmalen. Naja, mitgemalt habt ihr jetzt nicht wirklich, aber ihr habt mir zugeschaut, wie ich mal nach Zahlen gemacht habe und mit mir geplaudert. Danke fürs gemeinsame Plaudern. Ja, vielleicht machen wir es mal wieder, vielleicht machen wir es irgendwie mal. Ja. Nächste Woche oder übernächste Woche irgendwann mal, wenn ich Bock drauf habe. Mal wieder. Das Bild ist noch nicht zu Ende, das müssen wir noch zu Ende malen. Da fehlt noch einiges. Und dann gibt es noch andere Bilder zu malen. Vielleicht bietet sich an. Ich meine, wenn ihr Bock drauf habt, müsst ihr mir sagen. War jetzt heute ein kleines Experiment. Also. Hat gut geklappt, gab viele. 5 Zuschauer hatten wir jetzt insgesamt. Rege Diskussionen in den Kommentaren. Also, für mich hat sich's gelohnt. Ich würd's wieder machen. Wenn's euch gefällt. Also Sonntag kommt jetzt erstmal Habeis Neue Augen. Da hab ich jetzt zum Glück geschafft, dass wir da jetzt hier, dass ich mein Safe Game geholt habe. Damit ich jetzt hier den Fehler, der mich am Weitergehen gestört hat, überwinden kann. Habe ich jetzt einen Weg gefunden, wie wir weitermachen können. Ansonsten, ja, mal schauen. Nächste Woche Mittwoch. Ich weiß nicht, aber mal schauen. Nächste Woche Mittwoch ist, glaube ich, blöd. Das geht, glaube ich, nicht so. Nächste Woche Mittwoch könnte schwer werden. Nächste Woche Mittwoch muss ich gerade mal im Kalender gucken. Obwohl nächste Woche Mittwoch könnte vielleicht schon wieder gehen. Mal schauen. Ansonsten. Herr Dummander schreibt gerne. Na dann ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Wir sehen uns Sonntag wieder bei Sonntag um 16, 17, 18 Uhr. Kann es noch nicht sagen. Wahrscheinlich eher 17 oder 18 Uhr. Traditionell eher 17 Uhr. Also Sonntag, habe ich neue Augen. Amanda, du bist wieder mit dabei. Mal schauen, ob noch wer anders kommt. Ansonsten habe ich neue Augen, live Let's Play. Und dann vielleicht schauen wir mal nächste Woche, ob wir hier weitermachen. Es hat noch einige Sachen, die wir hier ausmalen können. Hier im Menü gibt es hier. Yes, wahrscheinlich. Hier gibt es noch einige Sachen hier, die for free sind, die wir ausmalen können. Soldat. Heute haben wir das gemacht und das hier. Die müsste man halt hier kaufen. Aber die gibt es halt hier for free. Machen wir nächstes Mal. Erstmal hier weiter und dann schauen wir mal. Hat noch Zeit, hat ja noch. Wir haben hier noch Möglichkeiten für weitere Streams. Na dann, machen wir einen kurzen Protest. Protest, ja, Prozess. Bombarda Maxima. So, hier machen wir einen Schlussraum. Hier ein bisschen Pausenraum rein. Ja, da steht jetzt kurze Pause, mit gleich geht's weiter. Ist jetzt Schluss. Also ist jetzt, ja, ich mache jetzt noch ein bisschen. Ich kann auch hier die Endcard von Harvest Neue Augen reinmachen. Wo habe ich es denn hier? Warteraum, hier, Ende aus Mickey Mouse. Ist jetzt halt nicht die richtige Endcard, aber ja. Ich mache noch ein bisschen Musik rein und dann. Ja, machen wir langsam mal Schluss.
So Musik, 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 Musik. Nehmen wir doch das hier. Ja, bis dann, ciao. Mach's gut, du Mann da. Da mich nach oben Abo da lassen, Glocke aktivieren, auf Podcast-Kanal vorbeischauen. Ich hab's ja schon erwähnt, die ganze Sache. Podcast mal anhören und so weiter. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Und Musik. Ich mache euch das hier an.